Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 22.05.2019. Jo, wir schauen jetzt mal hier erstmal auf das aktuelle Voting. Ach du Scheiße. Ich ahne schon wieder Übles, ich ahne schon wieder Übles. Okay, dann lass uns doch einfach mal in den Itemshop reinschauen. Ja. Okay. Also gut. Versuchen wir das Beste draus zu machen aus diesem. Ja, immerhin, also eine Sache ist schon mal mega neu. Ja, heute ist der John Wick nicht mehr drin. Leider ist der Modus auch raus aus dem Spiel. Na gut. Fangen wir mal auf der linken Seite an. Haben wir hier Schädeline. Und da gibt es diesen einen Style, der sieht gar nicht mal so schlecht aus in weiß. Kriegt Schädeline. Von mir 7 von 10. Gucken wir mal ganz kurz. Was machst du? Das ist Scully und Scully hat hier ein Voting von 3,91 von 5 bei 46 Votes am 14. Februar 2019. Das ist mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 47 Reminders. Dann haben wir diesen Rucksack. Mit einem Herzchen hinten dran. Okay. Aber der gehört ja da zu dem Set, also passt schon. So, dann haben wir diesen den Spalter hier. Schädeline ist Spalter. Unten mit diesem Scully da dran. Finde ich persönlich nicht ganz so toll. Hier ist das Maria und Josef. Kriegt von mir 6 von 10. Scully's Splitter heißt das Teil. Da gibt es auch verschiedene Styles, ne? Ja, genau. Und das Teil hat hier ein Voting von 3,9455 bei 16 Votes. Ja, dann sind wir bei diesem Set auch schon durch. Dann sind wir beim Beef Boss angelangt. Hey, die wackeln. Guck mal, waren das schnell? Zack. Die Pommes wackeln hier bei dem. Die Pommes wackeln. Bekommt man eigentlich schon fast Hunger auf einen richtig geilen Burger. Trotz, ja, eigentlich ist das Ding ja schon irgendwo inzwischen Kult, ne? Also ich meine, ich mag ihn eigentlich nicht so wirklich, finde den schrecklich, aber irgendwie ist das Ding schon Kult. Beef Boss, ich glaube, das erste Mal, dass ich dir so eine Note gebe, Beef Boss kriegt jetzt mal heute von mir tatsächlich 7 von 10. Wer mag das? Wer hat das jemals für möglich gehalten? 4,15 von 5 bei 110 Votes, 195 Reminders. Am 10. August 2018 ist das erstmal drin gewesen, seit dem 10. Mal. Dann haben wir hier diesen Brätlingsklatscher und den finde ich nicht ganz so toll. Kriegt von mir 5 von 10. Das ist der Paddywagger. Der Paddywagger hat 4 von 5 bei 20 Votes. Und dann haben wir diese geile fliegende Untertasse. Das Ding ist mega cool. Hier mit Ketchup, Mayo, Pommesbox, Salz und Pfefferstreuer. Ein bisschen gekleckert hier auf den Tablets. 7 von 10. ...3,52 von 5 bei 25 Votes. 23 Reminders. Dann sind wir bei dem Archetype. Archetyp. ...6 von 10 für den Archetype. 3,74 von 5 bei 68 Votes. Am 5. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem. 98 Reminders, das waren es, glaube ich, für 1500 V-Bucks der Archetype. Dann haben wir diesen Wackelquatsch.
Habe ich, glaube ich, auch ein extra Video dazu zum Wackelquatsch für 500 V-Bucks. Also wenn ich das habe, dann schaut mal oben in die rechte Ecke. Da könnten es mit Sicherheit dann eingeblendet. Ja, der Teil finde ich eigentlich ganz okay, ganz cool. 8 von 10 für den Fandango. Dann haben wir 3 von 5 bei 14 Votes. 4. März 2019 ist das mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 14 Reminders. Tropenschnitt. Sieht ganz cool aus eigentlich. 6, 7 von 10. Für den Fresh Cut. Fresh Cut 3,2 von 5 bei 10 Votes. Am 13. März 2019 ist das erstmal drin gewesen. 4 Mal seitdem 23 Reminders. Recon Specialist, Spezialistin für 1200 V-Bucks. 5 von 10. ...3,97 von 5 bei 65 Votes. Am 26. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 38 Mal schon. 116 Reminders. Marathon. Dazu sollte ich mal die Desktop-Audio jetzt reinmachen. Desktop-Audio an. Und ich... Ja, der Marathon ist auf jeden Fall eine ganz coole Musik für 200 V-Bucks. Liegt von mir 8 von 10. Hier haben wir 3,5 von 5 bei 8 Votes. 7 Reminders. Und dann haben wir noch den True Love. Na, da passt es mit dem Haken ja richtig krass. Ich mach's gerade nochmal. Oh, Herzchen. Den finde ich echt cool, muss ich sagen. Für 200 V-Bucks finde ich den echt cool. Und True Love ist für mich eine der kultigsten Emotes dieses Spiels. Und gerade für 200 V-Bucks kann man echt nicht meckern. Kriegt von mir 10 von 10. Aber mal 3,79 von 5 bei 19 Votes. Am 11. Februar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seitdem 56 Reminders. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem man gleich schaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.